Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das weiß heute jedes Kind. Allerdings war damit ursprünglich etwas völlig anderes gemeint als das, was uns heute eingebläut wird. Ich bin verfassungslos. Der magische Asylsatz wurde irgendwann seinem Kontext entrissen, mit neuer Befugnis beschenkt und ergänzt. Was heute als Hauptzeile des neu geschaffenen Artikel 16a prägend ist und zum Refrain unseres Weltrettungsschlafliedes wurde, war anfangs, naja, zumindest anders. Vizekanzler Habeck hat Forderungen nach einer Aussetzung des individuellen Rechts auf Asyl zurückgewiesen. Die Gründungsväter des Asylrechts hätten gewusst, was sie tun, fügte Habeck hinzu. Was haben sich die von Robert Habeck angeführten Gründungsväter der BRD ursprünglich gedacht? Sehen wir beim Blick auf die Urfassung mal genau hin. Wenn sich heute die ganze Welt auf unser Asylrecht berufen kann, so war dies gewiss nicht im Sinne der Gründungsväter. Warum? Vorsicht! Ein Teil meiner Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern.